So, wir machen weiter bei Hollow Knight. Das letzte Mal haben wir uns am reinen Gefäß probiert und das hat noch nicht so ganz geklappt. Strategievideos haben auch nicht wirklich jetzt was gebracht. Die meisten hauen einfach nur drauf und werden nicht getroffen. Hurra. Na gut. Was ich gesehen habe, ist, dass die meisten aber nicht Magie einsetzen, wenn er am Boden liegt, sondern trotzdem weiter draufhauen. Macht das mehr Schaden? Habe ich da die Dings unterschätzt. Kann das sein? Hast du es dann? Die hier, das machen die nicht. Die hauen einfach weiter drauf. Als ob das mehr Schaden machen würde. Wahrscheinlich macht das dann mehr Schaden. Und was ich gesehen habe, was ich dann allerdings, glaube ich, umsetzen werde. Wenn das hier kommt, genau, dann machen die das hier. Dann trifft man anscheinend eher. Und das erscheint mir auch recht logisch, das einfach so zu machen. Weil, warum nicht? Da bin ich sicherer im. Wow, was? Wir sind schon hier? What? 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 Okay. Das haben wir im ganzen letzten Part nicht gehabt. Nicht einmal. Interessant. Das scheint wirklich was zu bringen, während dieser Kreisphase eher mit Magie anzugreifen dann. Und ansonsten halt doch eher die normale Taktik zu probieren. Aua. Ich glaube, jetzt ist vorbei mit den guten Läufen. Das war der gute Lauf für diesen Part. Ihr könnt ausschalten. Was war das denn gerade? Ja, doch, da macht man schon nochmal ordentlich viel mehr Schaden, ne? Wenn man da ordentlich drauf knallt. Huch. Tschüss. Oh, ja, tschüss. Ich auch, tschüss. Da ist jetzt genau vor mir aufgetaucht, das Ding. Ich denke, wenn ich hinkomme, ist es trotzdem schlauer drauf zu hauen, ne? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Warum wurde ich jetzt von was wurde ich getroffen? Habe ich durch den Schlag mich in das Ding rein manövriert oder was ist passiert? Wollte ich nicht. Aber ich meine, besser als nichts, ne? Besser als nichts. Aber was war denn das jetzt am Anfang gerade für ein One? Wow. Krieg ich den bitte wieder? Der war ja sick. Weg, 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 weg. Ich hab's noch gesehen.
Ach. Ach. Aber das Problem bleibt, selbst wenn ich ihn jetzt hier einmal besiegen sollte irgendwann, ich muss ihn im Pantheon besiegen, nach allen anderen Bossen. Das wird das viel größere Problem. Wir sind ja nicht mal ansatzweise an unserem Ziel dran, so. Ne? Dann habe ich ihn zwar einmal besiegt und weiß, dass ich ihn besiegen kann. RIP. Aber ich kriege ihn ja dann immer noch nicht im Pantheon hin. Ne? Da wird er mich halt noch 50.000 Mal verprügeln vorher. Ach komm schon. Huch! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, der trifft. Also nicht. Ba 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 ba. Ich sollte mal wieder ein bisschen von meiner Wand da hinten weggehen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Raus da! Ja, zu spät. Too late. Ach, hör doch auf. Nee. Nee, so in der Mitte ist auch nicht so cool. Er ist nicht so cool. Er ist nicht so cool. Mm-mm. Schon. Muh! Nice. Hit. Brudi.
Wo ist es? Wo ist mein Lauf aus dem Anfang des Parts? Wo ist dieser Lauf hin? Den hätte ich gerne wieder. Ach, verdammt. Das war halt... Ich weiß nicht, was das war. Warum das auf einmal geklappt hat. Ich meine, ich habe mich ja noch nicht mal besiegt da, aber ne, wir waren nah dran. Glaube ich. Ich glaube, je mehr ich mich drauf konzentriere, desto schlechter werde ich. Und desto mehr Quatsch mache ich. Wieso hat er mich denn jetzt noch in der Luft erwischt? Was soll denn der Quatsch? Ach komm. Ich muss eigentlich nur aufpassen, wenn er da, genau, wenn er von oben runterkommt. Alles andere kann ich hier ja ganz easy eigentlich verhindern. Das ist halt so die Phase, wo es weh tut. Ah, und wenn ich halt in ihn reinrenne, ist das halt auch ziemlich dumm. Okay. Ich bleib bei meiner Ecke. Ich finde meine Ecke gut. Wenn ich die Ecke perfektioniere, dann wird das eine Taktik. Und dann behalte ich die auch. Okay, das war gemein von mir. Das hat er dann auch... Zu Recht hat er sich da gewehrt. Das ist halt das, da muss ich halt noch wegkommen. Ne, wenn er da aus der Ecke, aus der Luft kommt. Und wenn ich nicht so dumm bin und dann da reinspringe, dann würde das vielleicht funktionieren. Wende. Das ist zu nah, oder? Da muss ich weg. Irgendwie schneller weg. Ich weiß noch nicht wie. Und dann da durchdashen. Das haut auch noch nicht so gut hin. Thank you.
Da muss ich irgendwie rauskommen dann. Aber wie? Wie komme ich da raus, wenn er das macht? Ich darf da nicht hochspringen, weil in dem Moment, wo ich hochspringe, komme ich eigentlich nicht mehr schnell genug weg. Oder doch? Das macht mich wahnsinnig, dass ich hochspringe und dann ins Messer rein, obwohl ich genau sehe, dass ich eigentlich ausgewichen werde. Das ist halt super dämlich. Au. RIP. Ich hab's gesehen. Okay. Nee. Ah, blöder Start. So, wenn ich das hinkriege, wenn ich das immer wieder konstant hinkriege, dann ist es okay. Na, wenn ich da ausweichen kann und dann ihm ordentlich Schaden draufknallen kann, dann passt die Geschichte. Oh Gott, wo gehe ich denn hin? Das war jetzt ja Schwachsinn. Das war jetzt ja ein Schwachsinn. Holy shit. Aber das ist das, was ich üben muss. Wenn ich das hinkriege, und es, man sieht ja, dass es möglich ist. Das heißt, wenn ich das einfach weiter übe und genau mich darauf konzentriere, sollte das was werden. Am Ende. Weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, aber ich werde sie einfach mal verfolgen. Was war das denn jetzt? Das wäre totaler Schwachsinn, was ich gerade zusammengespielt habe. Ja, das war auf jeden Fall totaler Schwachsinn. Einfallsverschwendeter Versuch. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich will jetzt eigentlich auch nicht nochmal 40 Minuten oder so hier für den Part. Also es ist halt, ne? Halt schon wieder Zeit, die mir hier weggeht. Ich brauch's aber halt üben. Das ist das Problem. Ich muss ihn üben, aber ich will die Zeit dafür eigentlich nicht investieren. Ich will, dass es schneller geht und dann sind wir wieder bei der Ungeduld. Oh, das ist überhaupt eine Idee. Wenn er so wegdasht, könnte ich auch hinterher schießen. Mein Treffer ist Treffer. Dann habe ich halt nicht mehr so viele Schüsse, wenn er die Kugeldinger macht, aber ist ja egal, wann ich ihn treffe. Diese Messer, dass ich von denen getroffen werde, ist so dumm. Das meine ich, ne? Dass ich hier das Zeug mache. Yo, hi. Hier, zack. Ja. Das war blöd.
drauf geachtet. Zu langsam. Zu langsam. Gut reagiert. Schlecht reagiert. Dass ich in die Messer reinspringe, macht mich so wütend, ne? Weil es ist so eine typische dumme Aktion einfach. Und ich mach's ständig. Und es nervt. Hör auf, in die Messer zu springen, Conan. Oh, das wird nicht gut gehen. Ich pushe halt das Lack an, schon so ein bisschen auch in der Ecke, wenn er da von oben runter geht, dass er mich nicht trifft. Das ist schon immer eher Glück. Oh mein Gott. Schwachsinn. Das ist schon immer eher Glück. Das muss ich irgendwie schneller vorsehen, wo er herkommt. Sonst geht das halt immer wieder schief, jedes Mal. Sonst geht das halt jedes Mal schief. Aua! Jetzt habe ich auf den Tisch gehauen. Aber nicht laut, sondern schief mit der Kante auf die Ecke. Ah. Und mit der Handkante so auf die... Ach. Das hat irgendwie einen Nerv getroffen. Ah, das war unangenehm. Aber da kann ich nicht. Ich kann da nicht schnell genug reagieren. Das ist... Es bleibt Glück, ob ich da getroffen werde oder nicht. Und das ist nicht gut. Ja. Na, das ist, was ich meine. Ach, jetzt bin ich reingedasht, ich Nudel. Wenn er so rüberspringt, dann kann ich es noch eher realisieren. Aber wenn er halt von oben runter direkt kommt. Ups, dann ist es problematisch. Dann ist es problematisch. Aber es ist halt, wie ich es gesagt habe. Der Run am Anfang war der beste. Das gibt's doch nicht. Oh oh. Oh, ich konnte noch nicht schießen. Das ist ja blöd. Was war das denn für ein Quatsch? Nein, weg, weg! Junge, bist du dumm. Ah, okay. Nein, warum gehe ich denn jetzt nicht raus? Aus der Situation.
Geh aus der Situation raus, Junge. Was machst du denn für einen Quatsch? Nein! Oh. So ein Käse. Ja, guter Start auf jeden Fall. Würde wieder so starten. Ja. Ach komm. Es sind immer die Messer. Ihr müsst euch das halt so vorstellen, ne? Jeder weitere Messer-Hit sagt mir in meinem Kopf, du bist dumm. Du bist noch dümmer. Du bist am dümmsten. Weil es halt dumme Hits sind. Ich will die nicht. Ich will nicht vom Messer getroffen werden. Da sind so viele Lücken zum Ausweichen und ich krieg sie nicht hin. Das ist doch nicht normal. Siehst du? Wie macht der das, dass der da trifft? Hä, was hat mich jetzt erwischt? Ich hätte schwören können, dass ich ausweichen konnte. Bin ich jetzt dumm? Messerhit! Messerhit! Messer, Messer, Messer! Okay, ich merke, ich sollte es gleich lassen. Wir machen mal noch bis maximal 40. Dann habe ich die Schnauze voll. Nicht von dem Kampf, der Kampf ist cool, aber von der Zeit, die weg ist. Wow, okay. Gar nicht mitbekommen, dass wir in der Phase sind. Schade. Ich glaube, viel hat nicht mehr gefehlt. Aber es ist okay. Es ist aber trotzdem noch glücksbasiert. Das ist das Problem. Ich kann eigentlich so einen Pantheon-Kampf nicht auf Glück basieren lassen, weil es ist so Glück, was er hier mir hier hinten entgegenwirft. Ne? Das ist ein bisschen ungünstig. Weil während es mal gut funktioniert, auszuweichen dieser Attacke, funktioniert es ein anderes Mal dann überhaupt nicht mehr. Bin ich jetzt erschrocken. Ich hätte nicht gedacht, dass der mich da hinten erwischt. Aber okay. Meinetwegen. Das wollte ich nicht.
Jetzt mache ich wieder Scheiße. Das regt mich auf, dass ich jetzt wieder Scheiße mache. Das ne? Immer der gleiche Quatsch. Immer der gleiche Quatsch. Jetzt bin ich reingedasht, ich Nudel. Da könnte ich mich aufregen bei solchen Fehlern. Na gut, das hat ja nicht so gut funktioniert. Das meine ich, da pushe ich meinen Luck halt schon hart. Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass ich da jedes Mal ausweichen kann, so wie gerade eben? Sehr unwahrscheinlich. Ach, was mache ich denn? Da hat nicht mehr viel gefehlt. Aber es war alles wieder so glücksbasiert, weil ich ganz oft am Anfang nicht getroffen wurde. Ne? Das ist so das Problem. Das kann ich beim Pantheon eigentlich nicht riskieren. Ich brauche eigentlich einen sicheren, einen safe, eine sichere Methode brauche ich. Nicht so ein, ja, es könnte klappen, wenn man nicht so einen Schwachsinn hier macht. Und so einen Schwachsinn. Wenn das jetzt halt gerade der Pantheon-Kampf wäre, ne? Ich würde so ausflippen. Weil ich schon wieder zwei Hits ge... Ja. Weil ich es jetzt halt praktisch eigentlich schon wieder vergessen kann. Ja. Das war's. Wir haben gerade alle Bosse vorher umsonst gespielt. Das ist das, was ich meine. Das ist, was ich meine. Ich werde ja noch aufgeregter sein. Das ist ja das Problem. Ich werde dann... Da kommt ja dann noch diese riesige Aufregung dazu. Ah, oh, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich weiß es nicht. Oh, gerade so am Rand nicht mehr erwischt. Schade. Na gut. Was machen wir denn? Was machen wir denn hier?
bin ich rein. Oh, dann dash ich immer so versehentlich rein. Das ist halt auch super dumm. Holy shit, ist das blöd. Mann. Ich würde ihn trotzdem einmal gerne liegen sehen. Ich sehe, dass ich... Oh, ich... Wieso trifft die Attacke eine denn immer so gut? Kann doch nicht wahr sein, so ein Schwachsinn. Ja, RIP. Okay, letzter Versuch, dann beende ich den Part. Guter Start. Nee, ich will noch mal. Das war ein Scheißstart. Guter Start. Was ist denn jetzt? Bin ich zu unfähig für diesen Dash oder was? Na gut, das ist an sich ein Zeichen, dass man es jetzt lassen sollte, ne? Okay, lassen wir es. Dann... lasst mich kurz überlegen. Okay, einen Versuch gebe ich mir bei dieser Geschichte noch. Dann wird der Part 2 jetzt wieder länger, aber wir machen noch was anderes. Das war eher hier, ne? Ich würde halt gern zwei auf einmal hinkriegen. Nicht nur eins. Aber vielleicht sollte ich erstmal überhaupt eins schaffen. Ne? Um ehrlich zu sein. Ich meine, was soll ich tun? Es wäre halt schön, die schnell zu schaffen. Seele dürfte noch der einfachste sein.
kann ich mich halt nicht so schnell heilen zwischendurch. Oh nein. Ja gut, dann sollte man aber natürlich trotzdem auch aufpassen, dass man nicht zu dumme Hits kassiert. Sonst hat man Probleme. Das ist halt wahr. Ach ja, der macht ja Wellen. Ups. Bin ich jetzt dumm? Na toll, jetzt hätte ich mich heilen können. Dumm. Ja, man sollte doch ein bisschen auf die Energie achten. Es ist halt jetzt blöd wieder. Da einfach durchtanken war jetzt dumm. Scheiße. Was kommt denn als nächstes? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas Einfaches, bitte. Oh mein Gott, stimmt ja. Ja, RIP mit einfach. Ach, verdammt, ich habe die doch vergessen, dass das die Blöden waren. Ja, war klar. Okay, da muss ich auf die Energie besser achten. Nochmal. Das war halt jetzt wieder scheiße. Die Obobbel waren da, ja, die Blöden. Also wirklich am besten heilen, sobald man die Gelegenheit hat. Dass man gar nicht erst runterkommt. Dann dürfte es kein Problem sein mit der Seele. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das schwierig wird. Aber ich muss halt die wenigen Möglichkeiten, die ich habe zum Heilen, auch sinnvoll nutzen, denke ich. Dass es gar nicht erst runtergeht, die Energie. Jetzt habe ich schon wieder zwei weg, obwohl ich nur einen aufladen kann. Das meine ich. Das meine ich. So, jetzt habe ich das wieder gut gemacht. Ach, dumme Wellen. Oh shit. Na gut, ich habe ja hier eh tief in der Phase, habe ich ja eh Zeit. So. Jetzt auf keinen Fall mehr treffen lassen, dass ich eine Aufladung noch nachher vornehmen kann. Ja.
Scheiße. Ach komm schon. Ich bin nicht überzeugt. Gut, man sollte vielleicht für so ein... Für so ein Dings auch die Talismane ändern. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, boah, du bist ein, das gibt's doch nicht, wie viel hält denn die noch aus? Danke. Das hier, der Fokus, der Quick schnell vor. Oh mein Gott, das kommt noch. Ich dachte, wir haben es schon. Ups. Scheiße. Gott, ich kann die nicht mehr. Ich habe die ewig nicht mehr gespielt. Ach du Kacke. Nein, lass mich in Ruhe. Ja, das war blöd. Ich dachte, ich habe die... Ah, oh mein Gott. Ich dachte, ich habe die Zeit, aber ich habe die Zeit nicht. Hier habe ich die Zeit. Dass man den Schnellfokus vielleicht noch reinnimmt. Mama? Oh Gott, ist das ewig her. Ich kann die überhaupt nicht mehr. Man merkt's vielleicht. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Jetzt sterbe ich echt an den Fürsten. Okay, never mind. Aber waren das jetzt vier? Bin ich dumm? Wir hatten. Was ist der erste Boss? Danach kommt der Kristallwächter. Dann kommt der Magier. Ah ja, der Xeros-Viech ist der erste Boss. Dann kommt der Kristallwächter, dann kommt der Magier. Dann kommt Obobbel und dann kommen die vier. Es sind fünf. Sind es nicht immer nur vier? Ich bin schon wieder richtig dumm, ne? Ja, wie auch immer. Jedenfalls bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Wir belassen es an dieser Stelle dabei. Und ich sage Tschüss. Ich habe wieder 50 Minuten verschwendet. Juhu!